Ja, Leute, willkommen zurück zu Hashtag Frag. Wieder mal mit einer Frage vom Sirius. Der ist halt immer der Einzige, der Fragen schreibt. Weiß auch nicht. Und zwar dieses Mal, wie laufen die Spenden? Hast du über die Zeit schon mal wieder Spenden bekommen? Den Rest der Frage lassen wir einfach mal aus. Er ist auch falsch geschnitten. Das ist nicht so tragisch, das mache ich jetzt mal so nebenher. Ja. Im Prinzip geht das alles so weiter, wie das Ganze mit den Spenden derzeit aussieht. Kurzfassung. Nee, ich habe ja schon eine Spende mal bekommen. Ich hab schon eine 5-Euro-Spende bekommen. Das ist immerhin etwas. Und dann fragen sich die Leute, warum es nicht vorangeht mit Facecam, Motherboard und ähnlichen Sachen. Die Sache ist halt, dass ich nur einen Patreon-Account habe und dass ich mich immer noch reinlesen müsste in PayPal und keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen schwierig und sehr, sehr, sehr kompliziert. Außerdem, irgendwann giltst du dann als Kleinunternehmer, musst dein Gewerbe anmelden, wenn zu viel reinkommt. Ja, das wird, glaube ich, erstmal nicht der Fall sein. So 2047 ist sowas geplant. Ja, genau, da ist dann der Kleingewerbeschein geplant. Nee, also, Das wird einem keine Ahnung. Wie gesagt, also im Normalfall, ich habe ja gesagt, eigentlich möchte ich komplett, ja, werbefrei sein. Dementsprechend mache ich da auch keine Werbung drauf auf dem Kanal. Dementsprechend kriege ich da kein Geld her, wenn du das als Spende bezeichnen möchtest. Und wobei, das sind Werbeeinnahmen, das ist keine Spende eigentlich. Und die zweite Sache ist halt, nein, ich habe leider im Moment keine Möglichkeit für Spenden, das aufzumachen. Oder doch, wahrscheinlich hätte ich die Möglichkeit, aber ich habe mich damit noch nicht auseinandergefasst. Beschäftigt. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Gut. Passt, auf jeden Fall. Passt. Leute, wenn ihr Fragen habt, Hashtag fragt einen, ihr befragt einen D. Beantworten wir euch dann gerne. Und ihr müsst die Herrschaft des Sirius in Hashtag Fragfragen endlich stürzen. Also, wir reden da mit jemandem aus Österreich, vermute ich stark, dass da... Österreicher, fühlt euch angesprochen. Brecht die Herrschaft. Ich könnte jetzt einen Nazi-Witz bringen, aber den lasse ich jetzt mal stecken. Also, wenn ihr Fragen habt, Hashtag fragt den Evo. Fragt den D. Einchecken. Und dann sehen wir uns morgen vielleicht wieder. Also, haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.